Ja, guten Morgen, liebe Neubürgerinnen und Neubürger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Normalerweise hätten wir im Oktober jetzt einen Neubürgerempfang. Der muss leider, die wissen, die aktuellen Infektionszahlen sind im Landkreis Mainz-Bingen massiv nach oben gegangen. Wir haben seit dem 26. Oktober eine Inzidenzzahl von 75,1 Zahlen bei 100.000 Einwohnern und somit haben wir die Phase Rot. Sie haben sich aber für eine Stadt entschieden, in der sehr vieles angeboten wird. Kulturell, Feste. Wir haben in jedem Stadtteil eine Grundschule, wir haben ein Krankenhaus, wir haben eine Innenstadt, wo man sich begegnen kann. Hier müssen wir hier und dort natürlich noch nachbessern. Wir haben den Rochusberg, wir haben den Binger Wald, wir haben hier auch den Park am Mäusetürk, Analerholung. Also Sie haben sich richtig und gut entschieden und deshalb darf ich Sie herzlich willkommen heißen. Für Sie jetzt als Neubürger, es sind ja im letzten Jahr über 1000 Neubürger dazugekommen, darf ich noch mal darauf hinweisen, wir haben Ihnen hier diese Broschüre zugesandt, wo alles noch mal auf dem aktuellen Stand Ihnen dargestellt wird. Üblicherweise hätten wir eine gemeinsame Informationsveranstaltung mit der Stadtspitze, mit den Beigeordneten, mit den Mitgliedern des Stadtrates und mit den Amtsleitungen unserer Verwaltung, wo wir auch da natürlich im persönlichen Gespräch hier und dort Fragen- und Antwortspiel machen können. Ist dieses Jahr leider nicht möglich, aber ich begrüße Sie auf diesem Wege nochmal auf das Herzlichste. Und jetzt mein Appell zum Schluss. Halten Sie sich an die AHA-Regeln, das heißt Abstand halten, Mund- und Nasenschutz nutzen und natürlich die Hygienevorschriften zu beachten. Wir kommen nur gemeinsam durch diese Pandemie. Wir müssen gegenseitig Rücksicht nehmen. Wir müssen gegenseitig Verständnis aufbringen und uns einfach jetzt gemeinschaftlich so verhalten, dass wir die Zahlen im Griff behalten und dass wir auch hier gemeinschaftlich, solidarisch in diesem Verständnis auch durch diese Pandemie kommen. Bleiben Sie gesund!